Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Klaus Hogrewe, Inhaber von Muss und Sternemann, einen unserer ganz langjährigen Partner und Kooperationspartner. Ich glaube, wir kooperieren schon seit über 10 Jahren schon bald, oder wir kennen uns noch länger. Seit ein paar Mann. Ja, und wir freuen uns, hier zu sein. Und die erste Frage, die ich so ein bisschen auf den Lippen brennt: Warum sind wir eigentlich Kooperationspartner und wie ist das? Ich weiß, dass du über Jahre bei uns auch trainierst. Warum ist das so? Warum gerade bei uns im City Fitness? Also, City Fitness ist für mich schon seit vielen Jahren also ein Unternehmen, zu dem ich gerne trainieren komme. Die Atmosphäre gefällt mir da sehr gut. Ich kann zu jeder Zeit hin. Ich habe immer Ansprechpartner, wenn mal was ist. Wenn ich mal Fragen zu irgendwelchen Übungen habe, finde ich klasse. Und da kamen wir vor Jahren zusammen und haben uns überlegt, mal verschiedene Aktionen gemeinsam zu machen. Eine Gesundheitssache haben wir zusammengestaltet. Und das waren immer sehr schöne Geschichten auch für unsere Kunden, die das sehr gerne auch angenommen haben. Ja, und so ist es dann dabei geblieben. Wie bei vielen anderen Kooperationspartnern bist du ja mal richtig fleißig und manchmal auch ein bisschen weniger. So ist Das das. bringen Geschäfte wahrscheinlich auch eh mit sich, dass man nicht kontinuierlich fleißig trainieren kann. Aber ich kenne dich ja schon viele, viele Jahre und merkte ja auch, dass du manchmal so richtig hart am Ball warst. Du machst ja nebenher noch Musik wahrscheinlich, um auch da fit zu sein. Ja, richtig. Ja. Du bist ja auch nicht nur ein gestandener Optiker, sondern auch gleichzeitig Musiker, wie ich so weiß. Und ihr habt jetzt vor kurzem auch Musik hier wieder auf den Markt gemacht. Ja. Wie verbindet das? Wie verbindet sich das? Hast du genügend Zeit? Nee, Zeit haben wir natürlich nicht genügend. Ja. Aber man muss sich die Zeit einfach nehmen. Ja. Und genauso für den Sport auch. Und es ist halt eben immer wieder eine Abwägungssache, wo gehen wir jetzt hin, was ist gerade wichtig. Und ja, ich würde auch lieber öfter noch trainieren kommen können. Eine Frage an dich. Du hast ja vor einiger Zeit hier optisch alles verändert, auf den neuesten Stand gebracht bei dir hier im Geschäft, wenn man reinkommt. Das ist schon ein Wow-Effekt. Wir haben es versucht jetzt im City Fitness vor gut einem Jahr zu machen. Wie gefällt der City Fitness jetzt im neuen Look? Gefällt mir gut, ich gehe gerne hin, treffe auch immer wieder Menschen, die ich auch schon lange kenne und komme mal kurz ins Gespräch. Ja, es gefällt mir gut und entspricht schon dem, was ich auch erwarte. Ne? Das ist schön, weil unser Projekt war ja vor einem Jahr nicht nur eine Umgestaltung, sondern auch, ich sage einfach mal, in Projekte zu investieren, wo Menschen sich bei uns sehr kurzfristig aufhalten müssen, mit einem guten Erfolg. Hast du denn momentan aus deiner Sicht als Kooperationspartner Projekte, die für dich momentan wichtig sind? Im Kooperationsbereich könnte ich mir demnächst einen Gesundheitstag wieder vorstellen. Einen Gesundheitstag, in dem wir zum Beispiel eine Augendruckmessung anbieten können in Verbindung mit einem Herzscan, was also weit über das hinausgeht, was wir jetzt hier anbieten, was wir zusammen machen könnten, was für unsere Kunden interessant sein könnte einfach für den Gesundheitscheck. Das finde ich schon sehr spannend, ja. Und eigene Projekte gibt es bei dir Ja. jetzt momentan im Haus? Wir haben gerade zurzeit neu aufgelegt unsere Brillengesichter, Recklinghäuser Brillengesichter, wo unsere Kunden als Models fungieren. Du warst selber Ja, vor 10 Jahren schon mal dabei. das war die Zeit. Oder 8 Jahre ist es jetzt her, 8, 9 Jahre ist es Oha. jetzt her. Und das lassen wir jetzt wieder aufleben. Natürlich ein bisschen mit anderem Outfit, mit modernerem Look wieder jetzt im Vergleich zu damals. Aber ähnlich erfolgreich. Also uns sprechen die Kunden an für die nächste Staffel. Das ist auch wieder vorgesehen, dass wir etwa alle halb Jahre, dreiviertel Jahre dann eine Fotosession machen, wo sich unsere Kunden dann auch melden können und ja, dann als Models fungieren können. Das ist also allseits eine sehr schöne Aktion. Super, finde ich gut. Werden wir wahrscheinlich auch mit dabei sein wollen. Ja, Klar, okay. logischerweise. Nein, ich denke mal, ich möchte mich bei dir bedanken und hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre gemeinsam kooperieren. Ja, Und danke an gerne. dich, dass wir hier mal in deinem Hause sein durften. Prima. Danke. Ja, vielen Dank auch. Seit einem halben Jahr haben wir etwas ganz Neues in der Augenoptik. Das ist die sogenannte 3D-Refraktion. Pascal, der Name, kommt von den Erfindern, Dieter Kalder und Fritz Passmann. Sie haben sich was ganz Schlaues, ausgedacht und auch dann in einigen Jahren entwickelt. Das Ergebnis haben wir jetzt seit einem halben Jahr im Einsatz. Der Unterschied zu
zur bisherigen Augenglasbestimmung ist die, dass wir jetzt die Augen vermessen, so wie man nachher auch mit seiner Brille guckt. Das heißt weitäugig. Während der Messung wird also nicht mehr ein Auge abgedeckt, sondern es werden während der Messung insgesamt beide Augen aufgelassen und auch beide Augen nehmen am Sehen teil. Dadurch sind ganz bestimmte Fehler, die früher nicht auszuschließen waren, jetzt auszuschließen.